Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, wir sind hier auf Argos Ro oder so, einem Planeten jedenfalls, und werden von Geth attackiert. Attackiert. Autsch. Scheiß auf die Schilde sind so heftig stark. Na, frontal. Wow! Mich jetzt so lange, bis der krepiert ist, der blöde Kampfläufer. Ah, diese Raketendrohne, ne? Wow, nix da. Verdammt. Dachte, ich könnte cool ausweichen und dann. Wuhu! Boah! Nein! Ich falsch rückwärts platt. Ja, aber gut gegangen. Gut, Jung. Jetzt nochmal. Ja, immer noch nicht genug. Jetzt dreh dich mal. Jetzt einmal von vorne. Gut von vorne. Wuhu. Oh, der dreht sich so behindert. Kann man einfach nicht von vorne die ganze Zeit fahren? Nein, man muss ja überall hinfahren können. So, ist er jetzt tot? Nein, ist er nicht. Itzel, bitzel, HPchen noch. Die gehen mir so im... So im Sack, ja. Die gehen mir so sehr auf den Sack in diesem Teil. Ich glaube, im zweiten gab es die gar nicht mehr. Im dritten gibt es die auch nicht. So, meine Fresse. Tagebuch. Ja, da kann man sehen, wie viele Schlüsselgegenstände es gibt. Selten Erdelement, Gase, Schwermetalle, Leichtmetalle. Turanische Insignien, also es gibt schon haufenweise von dem Zeug. Also hier gab es gar nichts. Nö. Gut, damit können wir auch wieder aufs Schiff. Zurück zur Normandy. Ding. Wenigstens ist das okay. Wir können jederzeit wieder zurück zur Normandy. Gut, wir haben den Codex ein bisschen ausgelassen in der letzten Folge. Gibt es hier eigentlich noch was bei Primär? Ja. Biot? Massenfelder, Effektfelder. Wenn eine elektrische Spannung an Element Zero angelegt wird, kann die Masse eines Raumzeitvolumens vergrößert oder verringert werden. Durch eine positive Spannung wird eine Masse vergrößert. Durch eine negative Spannung wird eine Masse verringert. Je größer die Spannung, desto stärker werden das dunkle Energiefeld und der Masseneffekt. In der Raumfahrt können mit Niedrigmassenfeldern ÜLG-Reisen und kostengünstige Orbitaltransporte realisiert werden. Hochmassenenergiefelder erzeugen dagegen künstliche Schwerkraft, mit denen zum Beispiel Trümmerfelder im Flugkorridor eines Transportes geräumt werden können. In der Materialfertigung ermöglichen Niedrigmassenfelder die Herstellung hochwertiger Legierungen und Hochmassenfelder die Herstellung hochkompakter und maximal belastbarer Baumaterialien. Insbesondere das Militär macht sich diese neuen Antriebstechnologien zunutze. Bei den meisten Armeen zählen Masseneffekt-Kampffahrzeuge mittlerweile zur Standardausrüstung. Masseneffektfelder spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung kinetischer Barrieren oder Schilde gegen feindlichen Beschuss. Gut, ja, das war's anscheinend. Also, Universalwerkzeug. Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus einem Mikrocomputer, einem Analysesensor und einem Allzweckwerkzeug darstellen. Mit den hochpraktischen und verlässlichen Universalwerkzeugen kann die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, unter anderem auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysiert und beeinflusst werden.
Mit dem Fabrikationsmodul lassen sich zum Beispiel dreidimensionale Objekte aus gewöhnlichen Plastik, Keramik oder Leichtmetallresten anfertigen. So lassen sich mitten im Kampfgeschehen Reparaturen und Modifikationen fast aller Standardgegenstände vornehmen und aufgesammelte Ausrüstung neu verwenden. Universalwerkzeuge zählen bei Soldaten und Koloniepionieren zur Standardausrüstung. Gut. Jetzt darf ich wieder vorlesen. Oi, 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 oi. Von allem etwas. Nein, nicht ganz. Listen. Außerirdische Nichtratvölker, was kommt denn hier? Kroganer, kroganische Rebellion. Unmittelbar nach den Rachni-Kriegen expandierte die rapid anwachsende Bevölkerung der Kroganer zu Lasten ihrer Nachbarn. Die Warlords forderten die Kriegsveteranen auf, neue Lebensräume zu erschließen, solange die anderen Ratsvölker ihnen wohlgesonnen waren. In den folgenden Jahrhunderten eroberten die Kroganer eine Welt nach der anderen. Der Hunger der Kroganer nach neuen Welten schien unstillbar zu sein. Als der Rat die Kroganer aufforderte, sich von der asarischen Kolonie Luisia zurückzuziehen, reagierte der kroganische Overlord Kredak darauf wenig diplomatisch, indem er dem Rat drohte und wutentbrannt die Zitadelle verließ. Aber der Rat hatte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Dann, bereits vor diesem Vorfall, waren die besten STG-Agenten und Asari-Jägerinnen in einer geheimen Beobachtungseinheit zusammengefasst worden, der Abteilung Special Tactics and Reconnaissance. Die Spectres eröffneten den Krieg gegen die Kroganer mit gezielten Schlägen auf strategische Ziele des Gegners. Ganze kroganische Planeten versanken aufgrund eines in das Extranet eingespeisten Computervirus in Dunkelheit. Sabotierte Antimaterie-Raffinerien wurden in blau-weißen Explosionen pulverisiert. Hauptquartiere wurden durch Selbstmordanschläge mit Raumfrachtern und Schutt und Asche gelegt. Aber dennoch wurde dadurch das Unvermeidliche nur aufgeschoben. Als der Krieg gegen die Kroganer schon verloren schien, trat der Rat erstmalig in Kontakt mit den Turianern, die auf die Bedrohung durch die Kroganer mit einer Kriegserklärung reagierte. Selbst aus der vom Rat und den Kroganern abgewandte Galaxieseite heraus waren die Turianer in der Lage, blitzschnelle Angriffe in die schwach gesicherten Gebiete der Kroganer auszuführen. Die Kroganer antworten darauf, indem sie Raumstationen und Asteroiden auf turanische Kolonien stürzen ließen. Drei Welten wurden so stark beschädigt, dass sie als unbewohnbar abgeschrieben werden mussten. Aber gegen die Turianer erwies sich diese Kriegsführung als kontraproduktiv. Jeder Turianer sieht sich an erster Stelle als Diener seines Volkes und ist jederzeit bereit, sein Leben zum Schutz der anderen zu opfern. Die Strategie der Kroganer führte nicht zu Kriegsmüdigkeit bei den Turianern, sondern stärkte nur ihren Widerstandswillen. Durch das Eingreifen der Turianer wurden viele Welten davor bewahrt, die der Brutalität der marodierenden Flotte der Warlords zum Opfer zu fallen. Aber erst die Entwicklung der Genophage-Biowaffe vermochte diesen Krieg zu beenden. Die Jahrzehnte danach waren von Aufständen geprägt, aufständische Warlords und Gruppen weigerten sich zu kapitulieren oder verbargen sich in den galaktischen Grenzbereichen, um Piraterie zu betreiben. Quarianer, Migrantenflotte. Die Migrantenflotte stellt die höchste Konzentration raumtüchtiger Schiffe in der Galaxie dar und erstreckt sich über Millionen von Kilometern. Es kann Tage dauern, bis die ganze Flotte ein Massenportal durchquert hat. Als die Quarianer ihre Heimatwelt verlassen mussten, war ihre Flotte ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Frachtern, Transportschiffen, Industrieplattformen und einigen wenigen Kriegsschiffen. Im Laufe von 3 Jahrhunderten wurden alle Schiffe so umgerüstet, dass sie größere Crews aufnehmen können und mehr Komfort bieten. Während sich die quarianische Gesellschaft im Rahmen der Flotte stabilisierte, wurden die für das langfristige Bewohnen untauglichen Schiffe ausgemustert und verkauft und mit dem Erlösen neue Langstreckenraumschiffe erworben. Dies ist ein fortlaufender Prozess, weil viele Schiffe zu alt werden und aussortiert werden müssen. Zwar gibt es einige Schiffe, die ausreichend Privatunterkünfte und sanitäre Anlagen bieten, aber die meisten Schiffe sind Frachter, die erst zu Passagierzwecken umgebaut werden mussten. Die Frachträume wurden mit einfachen Wohnkabinen ausgestattet, um den Bewohnern etwas Privatsphäre zu bieten. Diese nüchternen Kabinen schmücken die Quarianer mit Teppichen und Wandbezügen aus, um eine wohnlichere Atmosphäre und Schalldämpfung zu ermöglichen. Die alltäglichen Routine der Flotte, wie Navigation, Schiffswartungsarbeiten und die Distribution der Vorräte, werden vom Militär wahrgenommen. Den Captains der Schiffe ist es freigestellt, auf eigene Verantwortung ihre zugewiesene Position und die Flotte zu verlassen. Es kommt immer wieder vor, dass sich Schiffe aus der Migrantenflotte lösen, um eigene Interessen wahrzunehmen und Tage oder erst Jahre später zurückzukehren.
Ich glaube, dann machen wir noch ein weiteres. Die Pilgerreise. Wenn die jungen Quarianer der Migrantenflotte das Erwachsenenalter erreichen, müssen sie ihr Geburtsschiff verlassen und eine neue Crew finden, die sie als ständiges Mitglied aufnimmt. Als Eignungsbeweis müssen die jungen Quarianer sich auf eine Reise begeben und eine wertvolle Mitgift zurückbringen. Dies dient dazu, dem vorgesehenen neuen Captain zu beweisen, dass sie in Anbetracht der knappen Ressourcen dem zukünftigen Schiff nicht zu Last fallen werden. Diesen Prozess nennen die Quarianer die Pilgerreise. Dieses Ritual der Pilgerreise dient natürlich auch dazu, die genetische Vielfalt innerhalb der weitestgehend isolierten Zellen lebenden Bevölkerung der Migrantenflotte zu wahren. Die Gefahr durch Inzucht wäre zu groß, wenn die Heranwachsenden ihre Schiffe nicht verlassen, sondern sich nur dort vermählen würden. Als Vorbereitung auf die Pilgerreisen erhielten die Quarianer Implantate, um ihr Immunsystem zu stärken. Durch das Leben an Bord der Migrantenflotte in einem sterilen und vollständig kontrollierten Umgebung haben die Quarianer praktisch kein eigenes funktionierendes Immunsystem mehr. Gut. Puh, ein bisschen sehr viel, Codex. Dann machen wir uns nochmal ein bisschen weiter auf. Metukos, nicht Arogo, aber immer auch. Warte mal. Okay, Warmelos hat auch nichts. Super hat aber was. Erkunden. Gasvorkommen entdeckt. Mittels auf Betalkscan haben sie ein großes Vorkommen von Helium-3 entdeckt. Schön. So finde ich am besten, muss man nicht selber landen und kriegt dafür die Ressourcen. Es gibt auch ganz versteckte kleine Planeten oder Asteroiden, deswegen suche ich ein bisschen noch großflächiger ab. Ja gut, scheint nichts mehr zu sein. Also wie gesagt, ihr müsst mir sagen, ob ich das weiterhin so mache. Ach doch, Argus-Rohr-System. Aber erstmal hole ich mir das letzte Teammitglied. Wo? Gut, zeigt mir es gar nicht mehr an. Wo ist sie? Oh mein Gott. Epic Spoiler. Mein letztes Teammitglied, ja. Wie hier in diesen Ringen versteckt sich immer gerne irgendwas. Wie das da. Unbekannt. Scan. Asteroidencluster. Reisen. Erkunden. Proteanischen Datendisk gefunden. Beim Scannen des Asteroidenfelds im Sparta-System haben sie Anzeichen von Bewohnern festgestellt. Ein Aufklärungsteam wurde losgeschickt, um einen der größeren Asteroiden zu untersuchen. Auf dem Asteroiden fanden sie einen funktionstüchtigen Biodom, aber keine lebenden Wesen. Allerdings fanden sie eine Datenkonsole, die eine intakte proteanische Datendisk enthielt. Seht ihr, was ich meine? Tramanara. Nix. Lüter, Altaya. Nix. Ach, hier ist ja auch noch so ein Ring. Algalos. Alsaiges. Keine Ahnung. Der hat zum Beispiel eine Tageslänge von 23,3 Erdenstunden, also fast wie wir. Seltenes Element entdeckt. Mittels Orbitalscan haben sie ein kleines Vorkommen von Plutonium entdeckt. Schön. Kennen wir auch noch nicht. Erkunden. Ontamalka. Gasvorkommen entdeckt. Juhu. Nee, warte, da habe ich schon. Ja, ich glaube, dann habe ich hier alle Planeten jetzt. Edulus. Ich weiß nicht, habe ich Edulus? Nein, hatte ich nicht. Wow! Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ein automatisches Nutzsignal zu sein. Tageslänge 50,3 Erdenstunden. Alter Schalter. Gut, dann würde ich mal sagen, hier in diesem Squad-Team-Bildschirm sage ich Bye-Bye.